Und wir befinden uns im Landeanflug auf Los Angeles, also Kalifornien, USA. Und ich habe da ein bisschen Urlaub gemacht, Freunde. Es war sehr, sehr schön. Kann ich nur empfehlen. Und dann ging es dann auch an einem Tag mal Richtung Silicon Valley natürlich. Mit dem Auto, nicht mit dem Flugzeug. Und ich dachte, ich schaue mir dort mal an, was Google und Apple so treiben. Tja, und dann habe ich doch fast schon eine neue Anstellung bei Google gefunden, hier als Fragenbeantworter. Naja, nicht wirklich. Aber wir waren hier auf dem Google Campus gewesen, Freunde. Und ja, ich dachte, ich gehe mit euch da mal ein bisschen rund, dass ihr auch mal seht, wie das dort aussieht an so einem Samstag. Ich erwähne hier Samstag, denn da war tote Hose, da war nichts los. Ja, das wusste ich vorher auch nicht, aber wir waren nun mal an einem Samstag da und dann habe ich gesehen, da läuft hier echt mal gar nichts. Da ist echt tote Hose auf dem Campus, aber hier ganz interessant, schaut mal, eine eigene Physiotherapie und chiropraktische Praxis haben sie dort für die Mitarbeiter und man läuft dort rund und rund. Hier ist der Plan, hier sind wir und mal ein bisschen orientieren. Da hinten ist der Google Shop, da wollte ich dann eigentlich hingehen und man läuft hier durch, ja, haufenweise Büros, relativ trist und braun und unspektakulär, aber hier die Pfeile weisen einem dann den Weg hier zum Google Merchandise Store und ja, der ist samstags auch geschlossen. Dumm gelaufen, ich hätte doch ganz gerne was dort gekauft, aber naja, wenn die samstags nicht offen haben, dann gucken wir halt mal rein und gehen weiter, denn es gibt ja hier zum Glück noch andere Dinge zu sehen, außer hier den Google Merchandise Store und ja, da gehen wir gleich noch mal ein bisschen weiter über den Google Campus. Übrigens 5 Hektar groß ist das ganze Gelände und dort seht ihr schon, ja, hier, da ist ein Mitarbeiter, der arbeitet, ein Squirrel. Die machen 24/7 hier ihren Job. Also ganz viele Eichhörnchen auf dem ganzen Google-Gelände gibt es die. Und richtig süße kleine Racker. Aber wir schauen uns jetzt mal hier die ganzen alten Android-Figuren an. Da haben wir schon Android Lollipop. Ihr kennt die ja. Leider gibt es das jetzt ja nicht mehr, da Android nur noch so weiter durchnummeriert wird. Aber hier haben wir zum Beispiel Android Lollipop. Da haben wir Android Honeycomb. Ich versuche mal alle aus dem Kopf so zusammenzubekommen. Dort haben wir Android Jellybean. Da sieht man schon, das Alter hat der Figur schon einiges zugesetzt. Und ich weiß gar nicht mehr, Jellybean, wie alt das ist. 4, 5 Jahre, keine Ahnung. Dann haben wir hier, da stehe ich gerade auf dem Schlauch, was dort war. Aber den Kollegen hier, den kennen wir doch noch sehr gut. Das ist Android Gingerbread. Ja, ich glaube schon. Also wenn ich mich irgendwo täusche, Freunde, dann ja, korrigiert mich einfach. Ich habe nicht alle im Kopf. Also das ist Gingerbread auf jeden Fall. Sehr schön. Dann hier natürlich, ja, KitKat. Wer kann sich daran nicht mehr erinnern? Android KitKat war eine sehr schöne Version hier mit der Kooperation mit dem Riegelhersteller. Und dort haben wir natürlich noch den Android Donut. Und dem wurde schon ordentlich zugesetzt. Das kann man gleich hier sehen. Da ist unten einiges rausgebrochen, oben ist einiges rausgebrochen. Naja, und ich habe mich einfach mal in die Mitte reingestellt. Ist doch ein schönes Foto. Und wenn man mal etwas näher jetzt hier rangeht mit der Kamera, sieht man, das Ding ist eigentlich fast nur aus Styropor gemacht. Styropor und dann wahrscheinlich irgendwie Epoxyharz oder sowas drüber. Und da lag schon ein loses Stückchen drin. Verratet es keinem, habe ich als Souvenir mitgenommen. War ja schon kaputt. Egal, schauen wir mal weiter rum. Wen haben wir hier noch stehen? Das ist natürlich hier Android Marshmallow. Der ist noch nicht so alt, der Kollege. Sieht auch noch sehr gut in Schuss aus. Tja, und als nächstes gehen wir dann mal hier zu... Hier habe ich wieder einen kleinen Hänger. Was das nochmal genau sein könnte, korrigiert mich gerne oder helft mir mal auf die Sprünge. Ich lese jetzt nicht nach, aber naja, ihr seht schon, was das da für ein Ding ist. Irgendjemand wird es schon wissen und reinschreiben. Hier die große Android-Figur, ja, der fehlen auch schon die Arme, aber das seht ihr gleich nochmal. Das hier weiß ich noch, das ist Android Ice Cream Sandwich. Bei uns hätte es wahrscheinlich Milchschnitte gehießen oder so. Und hier sieht man nochmal, dass dem Kollegen hier schon beide Arme abhanden gekommen sind. Ob die jemand als Souvenir abgerissen hat, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Ice Cream Sandwich ist auch noch in einem sehr guten Zustand. Und wir gehen mal weiter durch. Da haben wir Android O, Android Oreo natürlich. Auch nochmal eine Kooperation hier mit einem Süßwarenhersteller. Auch der noch sehr gut in Schuss. Und nebendran sieht man, wenn ich da jetzt gleich mal hinschwenke, nachdem ich mich mal hier vom Oreo gelöst habe. Ja, dort haben wir Android Eclair war das, genau. Und ich glaube vorne dran, das war Froyo gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Genau, also hier Android Eclair, auch eine ziemlich frühe Version, glaube ich, ist das Ganze noch gewesen. Was dieses Tor hier zu bedeuten hat, ich glaube gar nichts.
Das ist einfach nur so da, damit es gut aussieht. Auf jeden Fall, glaube ich, mal keine Android-Version. Ja, Leute, und so sieht das hier aus. Die berühmten Google-Figuren, ja, die ja leider jetzt der Vergangenheit angehören. Zumindest kommen keine neuen mehr dabei, denn jetzt heißt es ja nur noch Android 10, Android 11, Android 12, Android langweilig. Also gehen wir mal weiter hier Richtung Hauptquartier von Google. Und ja, da sieht man auch schon, wo wir hier sind. Google 1098 Alta Avenue. Und ist ein echt großes Gelände, Freunde. Hier ist sogar die Ampeln reden hier mit einem. Wait. Walk sign is on a crossing. Okay, wir laufen weiter Richtung Googleplex, dem Google-Hauptquartier, und schauen mal, wie es dort aussieht. Ich war jetzt hier beim Visitor Center und jetzt geht es hier weiter zum eigentlichen Google-Hauptquartier-Sitz. Ihr seht eine sehr gepflegte Anlage mit Palmen und ja, hier geht es Richtung Lobby, aber keine Leute oder fast keine Leute und man durfte auch nirgends reingehen, stand da ganz deutlich. Also man darf da durchlaufen, wie man Lust hat, aber man darf nicht in die Gebäude reingehen. Hier haben wir noch ein Volleyballfeld, wo man ein bisschen hier sich sportlich betätigen kann. Überall Sitzgelegenheiten, alles schön bunt gehalten. Hier nochmal ein kleiner Google-Mitarbeiter vom am Samstag, noch ein Squirrel. Und dort haben wir nochmal so einen kleinen Plan, wo man sich jetzt hier genau befindet. Und ja, weil es so eine große Anlage ist, gibt es natürlich auch die Google-Fahrräder für die Mitarbeiter. So, hier nochmal der Welcome to Google-Tisch, wo ich mich vorhin hingestellt habe. Übrigens, ein paar Minuten später war da ein echter Google-Mitarbeiter. Irgendjemand hat dann wohl doch noch gearbeitet. Aber wir laufen einfach mal weiter. Und wenn ihr jetzt mal da hinten rechts hinschaut, seht ihr schon, da ist was Großes, nämlich das T-Rex-Skelett, das dort hingesetzt wurde von einem der, ich weiß gar nicht mehr genau von wem, von einem der Google-Gründer auf jeden Fall, als ja, Mahnmal sozusagen, dass wenn man nicht mehr innovativ ist und nicht mehr sich weiterentwickelt, dann stirbt man aus, genauso wie die Dinosaurier. Und daran soll eben dieser Dinosaurier hier die Google-Mitarbeiter immer erinnern, dass dann sowas passieren kann. Ist auf jeden Fall ja ein imposanter Kollege, das Ganze hier. Also laufen wir noch mal ein bisschen weiter durch die Anlage durch. Ihr seht, überall haben wir Sitzgelegenheiten mit bunten Schirmchen und ja, wahrscheinlich ist da auch eine ganze Menge los, wenn man jetzt nicht gerade an einem Samstag hier unterwegs ist. Da haben wir noch mal einen schönen Google-Schriftzug an dem Gebäude dran und viel mehr gab es dann fast eigentlich nicht zu sehen. War schon schade, dass hier so wenig los war. Andererseits, da wieder ein Eichhörnchen. Andererseits konnte man sich so das Ganze mal in Ruhe anschauen. Und schaut mal hier, die haben sogar einen eigenen Friseur-LKW, wo man sich die Haare schneiden lassen kann. Und weiter hinten standen massenweise Foodtrucks, wo dann die Mitarbeiter lecker essen können in der Mittagspause. Und hier wird noch irgendwas Großes gebaut. Googleplex, eine Halle. Ich weiß es nicht so ganz genau, Freunde. Auf jeden Fall hier nochmal ja, einen ortsansässigen Einwohner. Das war ein ganz süßes Viechchen gewesen. Den konnte man hier wunderbar filmen. Der war ganz zutraulich. Und auf dem Gelände, ich habe es schon gesagt, dort wimmelt es nur so von diesen, ich weiß nicht, ob es Eichhörnchen sind oder irgendeine andere Unterart. Auf jeden Fall von diesen Hörnchen hier, da wimmelt es nur so von. Dann sind stellenweise, hat man da 20 Stück auf einmal gesehen. Kolibris sind rumgeflogen. Es ist eine echt schöne Anlage. Kann man nicht anders sagen. Kann man gerne mal hingehen. Und als nächstes ging es dann hier zu Apple, nämlich zum Apple Visitor Center. Dort habe ich mich mal vors Schildchen platziert. Hier geht es dann in das Visitor Center rein. Leider kommt man ja nicht weiter rein zu Apple. Innen drin haben wir hier so eine kleine Kantine, wo man was essen kann. Und dann kommen wir so in den Showroom-Bereich rein, der eigentlich, ja man kann sagen, ein großer Apple Store ist. Dort kann man sich alles anschauen. iPhones, iPads, iMacs und was es alles noch so gibt. Und unter anderem gibt es dort auch alles erstmal zum Anfassen. Ihr seht doch ein ganz großer Bildschirm, wo ständig dann hier die neuesten Produkte gelaufen sind. Und leider, ich habe so ein bisschen gehofft, dass man dort schon das iPhone 11 sich mal anschauen kann, weil wir ja direkt hier beim Hauptquartier waren, aber ging leider nicht. Auf jeden Fall hier die ganzen Uhrenarmbänder, konnte man sich da auch mal anschauen. Hier die schönen, teuren Originale, hätte man vielleicht mal kurz austauschen können. Aber das habe ich mir dann doch verkniffen, denn dort stand massenhaft Security rum. Also kein Quatsch machen, alles schön wieder hinlegen, gucken, kostet ja nichts. Auf jeden Fall gibt es dort aber auch den Merchandise-Bereich und da dachten wir uns, ja, so ein kleines Souvenir könnte man doch mal machen, das wäre doch mal was. Da habe ich mal geguckt hier, da gibt es so eine Tragetasche, die könnte ja nicht so viel kosten, dachte ich vielleicht 5 oder 10 Dollar, aber ja, habe ich mich doch ein bisschen erschrocken. 25 Dollar für eine Stofftragetasche, also Apple, da brennt es euch doch echt. Hier seht ihr gleich die Tasche, dort hängt sie, 25 Dollar, ist doch verrückt, oder? Also ich habe dann doch nichts mitgenommen.
nur ein bisschen hier rumgefilmt. Überall nette Apple-Mitarbeiter, die einem direkt anbieten, was zu helfen. Natürlich kann man auch alles sofort hier kaufen, was man dort sieht. Also nicht nur ein reiner Showroom, sondern alles, was hier steht, kann sofort käuflich erworben werden. Ist ja wohl logisch. Meine Freundin hat sich hier mal schön in Ruhe die ganzen Farben vom iPhone XR angeguckt, dass sie schon mal ein bisschen Entscheidungshilfe hat. Und dann konnte man hier noch hochgehen auf die erste Etage. Dort ist so eine kleine Aussichtsplattform, wo man sich auch hinsetzen kann. Alles schön verglast und dort hat man dann auf das Apple-Hauptquartier, ja, den Blick. Mehr bekommt man da einfach nicht. Hier auf das große, runde UFO. Ja, so weit ist man rangekommen. Und neben dem großen UFO, dort ist ja auch noch dann das Steve Jobs Theater, wo immer die Keynotes stattfinden. Aber leider als Normalsterblicher kommt man nicht näher ran, ja, als jetzt hier mit dem kleinen Zoom. War aber dennoch mal eine schöne Sache, das Ganze so zu sehen und mal ein bisschen näher an die Entscheidungszentrale ranzukommen. Natürlich hier mit Selfie, das ist Pflicht. Und dann gibt es hier ganz unten im unteren Bereich nochmal, ja, eine Übersicht, wie der ganze Komplex hier aussieht. Dort sieht man nochmal das als UFO bezeichnete Hauptgebäude, wo Apple ja sein Hauptquartier drin hat. Das ist schon beeindruckend und ich hätte mir gewünscht, dass da irgendwie mal ein höherer Turm wäre, dass man dort hätte hochgehen können, um mal das Gelände etwas überblicken zu können. Aber naja, gab es halt nicht. War dennoch eine ganz nette Geschichte, sich das mal hier so anzuschauen. Und als nächstes ging es dann weiter zur wohl berühmtesten Garage der Welt. Ich denke mal die berühmteste Garage der Welt, während wir hier noch ein paar Fotos von außen sehen, wie das dort aussieht. Alles aus Glas und Glas und Glas gemacht. Und dann ging es weiter hier. Ja, wer kennt das Gebäude? Wer kennt die Garage? Ja, das ist die Garage oder das Gebäude, wo Apple gegründet wurde. Hier hat Steve Jobs und Steve Wozniak, hier haben die ersten Apple-Computer zusammengeschraubt und Apple gegründet. Und ich dachte mir, das schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Ist ja ein Stück Technikgeschichte. Wenn man schon mal da ist, ja, muss man sich das anschauen. Liegt alles relativ schön auf dem Weg hier. Google das Steve Jobs Haus und das Apple Visitor Center kann man sehr schön abfahren nach und nach. Ja Leute, und das war's dann auch schon gewesen. Das war mein kleiner Ausflug ins Silicon Valley. Ich dachte, ich zeige euch das einfach mal. Den einen oder anderen interessiert es vielleicht. Ich wünschte jetzt schon, dass ich wieder in Amerika wäre. Ich habe richtig Sehnsucht danach. Die Zeit ging viel zu schnell vorbei. Aber naja, irgendwann geht es halt dann wieder mit dem Alltag weiter. Und in diesem Sinne sage ich dann Tschüss und bis zum nächsten Video. Macht's gut.